Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut und dass du bei voller Gesundheit bist. Ich werde dich jetzt durch ein 22-minütiges Yoga-Video führen, damit du auch zu Hause weiterhin praktizieren kannst. Das, was wir jetzt machen, ist am Abend vor dem Einschlafen ganz gut gedacht, um dich nochmal runterzuholen, dich zu erden, damit du dich vollkommen entspannen kannst. Ich führe dich durch sehr langsame und weiche Bewegungen. Es ist also auch für jede Altersgruppe gedacht. Und alles, was du brauchst, ist eine Matte und dein Körper. Am besten ohne Schuhe und auch ohne Socken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Mach's dir bequem, schnapp dir deine Matte und dann geht's los. Wir starten im Liegen auf deiner Matte. Leg dich mit deinem Rücken auf die Matte. Deine Handflächen zeigen nach oben. Deine Knie sind angewinkelt. Deine Füße auf dem Boden. Schließ die Augen und nimm hier einmal einen ganz, ganz tiefen Atemzug durch deine Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Nochmal ganz tief ein und aus. Spüre, wie sich dein Brustkorb bei deiner Einatmung anhebt und wie er sich mit deiner Ausatmung wieder ganz von selbst absenkt. Atme nochmal ganz bewusst ein. Lass die Luft durch deinen Kehlkopf fließen, bis in den Brust- und den Bauchraum. Und dann atme ganz, ganz tief und lang wieder aus. Nochmal so, ganz tief ein und wieder aus. Sehr schön. Nimm mit jeder Einatmung neue Energie auf. Lass mit deiner Ausatmung los, alles, was dich bis hier so belastet hat, was du mit dir rumträgst im Laufe des Tages. Mit diesem Bewusstsein noch mal ganz tiefe Atemzüge ein. Nimm die Energie auf und aus. Lass los. Wippe mit deinen Beinen langsam von links nach rechts und deine Knie Richtung Boden. Ganz langsam. Für dein eigenes Tempo. Lass dich von der Schwerkraft leiten. Durch die Rotation stabilisierst du ein bisschen deinen unteren Rücken. Fließ mit deiner Atmung. Bleib nochmal in der Mitte stehen, nimm nochmal einen tiefen Atemzug ein und wieder aus. Und dann bring einmal den rechten Knöchel auf dein linkes Knie. Greif unter deinem linken Bein durch. Greif mit den Fingern ineinander und zieh jetzt einmal den linken Oberschenkel zur Brust. Rechte Knie geht nach außen und spürt einmal die Dehnung in der rechten Seite des Oberschenkels, ganz außen. Bleib hier für einen Moment und atme ganz tief in diese Dehnung. Zieh den Oberschenkel ruhig noch ein bisschen mehr zur Brust, intensiviere die Dehnung
atme nochmal ganz tief in diese Dehnung hinein. Und löse ganz langsam wieder auf. Und bring nun deinen linken Knöchel auf das rechte Knie. Drück das linke Knie noch mal ein bisschen nach hinten Richtung Fuß. Und dann greif unter den rechten Oberschenkel hindurch mit den Fingern ineinander und zieh das Bein zu dir ran, das Knie zur Brust. Spür die Dehnung im linken äußeren Oberschenkel. Atme auch hier noch mal ganz, ganz tief ein. Und wieder aus. Mal tief ein. Und aus. Intensiviere die Dehnung, konzentriere dich auf dein Pranayama. Lass deinen Atem fließen. Zieh das Bein noch mal ein bisschen mehr zur Brust für den letzten Atemzug hier. Löse mit der nächsten Einatmung ganz langsam wieder auf. Greif jetzt beide Beine, beide Knie, zieh sie zur Brust ran. Dann mach ganz kleine Kreise nach rechts, zur rechten Seite. Mit dem unteren Rücken auf der Matte. Lass weiterhin deine Atmung fließen. Und nach links, zur linken Seite. Sehr schön. Stell nun beide Füße wieder ab. Die Knie sind weiterhin angewinkelt und jetzt komm über die Seite nach oben in den Vierfüßlerstand. Deine Knie sind hüftbreit, deine Zehen sind hinten aufgestellt und deine Schultern sind über den Handgelenken ausgerichtet. Deine Finger sind gespreizt. Dein Rücken ist in neutraler Position und so nimmst du jetzt einen ganz tiefen Atemzug ein und aus. Und mit deiner nächsten Einatmung kommst du in die Kuh, ins Hohlkreuz mit dem Rücken, leg deinen Kopf in den Nacken, dich ganz lang und mit der Ausatmung komm zur Katze. Mach dich rund im Rücken, zieh dich nach oben. Einatmen, zurück zur Kuh. Und ausatmen, Katze. Noch dreimal so. Einatmen, Kuh. Ausatmen, mach dich ganz rund. Einmal. Ein. Und aus. Und die letzte Wiederholung. Im eigenen Tempo. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung bring den Rücken wieder in die neutrale Position. Atme nochmal ganz tief ein. Und mit der Ausatmung setz dich nach hinten ins Kind Balasana. Deine Knie sind offen. Deine Arme sind nach vorne ausgestreckt. Und wenn du möchtest, dann wippe hier jetzt so ein bisschen mit dem Po von links nach rechts. Spür nochmal die Dehnung in den Schulterblättern. Der Po liegt auf den Fersen auf. Genieß hier nochmal diese Asana. Wippe ein bisschen weiter von links nach rechts. Nimm nochmal einen ganz, ganz tiefen Atemzug hier. Tief ein, durch deine Nase und aus, durch deinen Mund. Bei der nächsten Einatmung gib einmal deinen rechten Arm Richtung Decke, schau nach oben,
zu deiner Handfläche. Und mit der Ausatmung führ den Arm nach unten durch deinen linken Arm. Handrücken ist auf dem Boden. Einatmen, komm wieder nach oben mit dem rechten Arm Richtung Decke. Ausatmen, komm nach unten, führ den Arm durch. Schau zur linken Seite. Einmal einatmen, komm nach oben. Und aus, wieder nach unten. Mit dein eigenes Tempo, mach das so noch zweimal. Tief ein. Und aus. Letztes Mal einatmen, streck den Arm rechts nach oben aus. Und mit der Ausatmung leg den Arm wieder ab, nach vorne. Der nächsten Einatmung bring den linken Arm nach oben Richtung Decke. Schau hoch in Richtung deiner Hand. Und mit der Ausatmung für den linken Arm unten durch. Handrücken liegt auf dem Boden. Einatmen, komm nach oben mit dem Arm. Und ausatmen. Führ den Arm durch. Dreimal noch so in eigenem Tempo. Einatmen. Und wieder aus. Lies mit deiner Bewegung. Zweimal noch. Letztes Mal tief ein. Und mit der Ausatmung komm zurück in die normale Kindsstellung Balasana. Und dann führ einmal beide Hände unten durch, sodass du mit deinen Händen die Füße berührst. Und leg deinen Kopf auf einer Seite ab, links oder rechts. Fersen Richtung Boden, Richtung Po. Und nimm hier noch einmal ein paar ganz tiefe Atemzüge. Entspann dich und werde ganz ruhig. Dann löst mit deiner nächsten Einatmung ganz langsam wieder auf, komm nach oben und über die Seite in den Sitz. Stell die Füße vor dir auf. Komm in den Winkelsitz bei der Konasana. Mit deiner nächsten Einatmung mach dich ganz lang in deinem Rücken. Und mit der Ausatmung dreh dich einmal zur rechten Seite auf. Deine linke Handfläche presst gegen deinen rechten Oberschenkel. Schau nach hinten. Mit der nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte. Mit der Ausatmung dreh dich zur anderen Seite auf. Tief einatmen zur Mitte. Ausatmen nach rechts. Nochmal ein, Mitte. Ausatmen, komm nach links. Einmal auf jede Seite, atme tief ein, aus und dreh dich auf nach rechts. Letztes Mal ein, hier, komm zurück zur Mitte, mit der Ausatmung zur linken Seite. Schau nach hinten, dich ganz lang im Rücken nochmal. Mit der Einatmung komm zurück zur Mitte, mit der Ausatmung komm nach vorne. Lauf nach vorn mit deinen Fingern, zieh dich tief, lass dich fallen. Spür die Schwerkraft. Nimm jetzt hier mal eine ganz demütige Haltung ein. Verbeug dich vor dir selbst. Tiefe Atemzüge.
und komm mit jeder Ausatmung noch ein bisschen tiefer. Nimm mit der Einatmung nochmal neue Energie auf. Und lass deine Ausatmung noch ein bisschen länger werden. Finde zurück zu deiner Mitte. Mit deiner nächsten Einatmung komm ganz langsam wieder nach oben. Stell die Füße vor dir auf, die Knie sind angewinkelt. Dann roll dich Wirbel für Wirbel auf deine Matte ab. Lieg auf deinem Rücken auf. Greif nochmal beide Knie, umarm dich und mach nochmal drei Kreise nach rechts. Lass deinen Atem weiterhin fließen. Drei Kreise nach links. Und greif beide Zehen mit deinen Fingern. Die Abschlussasana, die Happy Baby Pose, Ananda Balasana. Jetzt deine Knie links und rechts neben deine Brust. Streck die Knie ein bisschen mehr, bis in den 90-Grad-Winkel, zieh sie zur Brust ran. Und dann wippst du ein bisschen von links nach rechts. Spür nochmal die Öffnungen im Hüftbereich. Schenk dir ein Lächeln. Und wenn du möchtest, dann kannst du hier ganz positive Affirmationen benutzen. Wenn du Angst hast, dann beruhig dich. Sag dir, dass alles gut ist. Dass du dankbar bist für den jetzigen Moment. Für den heutigen Tag. Und komm nochmal ganz ins Hier und Jetzt. Löse ganz langsam wieder auf. Die Füße nochmal zum Boden. Und leg jetzt einmal die Knie im rechten Winkel zur linken Seite ab. Bring deine linke Hand auf den rechten Oberschenkel. Deine rechte Hand ist ausgestreckt im rechten Winkel zum Oberkörper auf den Boden. Handfläche Richtung Boden. Und jetzt dreh einmal deinen Kopf zur rechten Seite. Und atme nochmal in diese Drehung hier, ganz tief. Komm zurück mit zur Mitte mit deinen Knien. Mit der nächsten Ausatmung leg die Knie im rechten Winkel zur rechten Seite ab. Leg deine rechte Hand auf den linken Oberschenkel. Und der linke Arm ist im rechten Winkel ausgestreckt. Die Handfläche zeigt Richtung Boden. Und dein Kopf dreht sich leicht zur linken Seite. Und auch hier nochmal ein paar ganz entspannte, tiefe Atemzüge. Löse ganz langsam wieder auf, bring die Knie zurück
tiefe Mitte. Und dann mach dich bereit für dein Shavasana. Ganz kurz. Zieh dir was Warmes an. Wenn du magst, trink noch mal was. Du kannst dir auch was auf deine Augen legen. Mach es dir bequem auf deiner Matte. Dann leg dich einmal in Rückenlage auf den Boden. Deine Beine sind etwa hüftbreit abgelegt und deine Handflächen zeigen nach oben. Die Arme haben links und rechts Platz, ein bisschen mit einem Abstand von deinem Körper. Schließ hier einmal deine Augen. Und jetzt atme ganz tief und ganz bewusst nochmal durch deine Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Wenn du magst, dann wende die Ujjayi-Atmung an. Lass deinen Atem durch deinen Kehlkopf fließen. Tief ein. Und aus. Verweile hier für einen Augenblick in Ruhe und konzentriere dich voll und ganz auf deine Atmung. Noch besser einschlafen kannst, zeige ich dir jetzt eine Atemübung. Du kannst da liegen bleiben im Shavasana. Spitz nun einmal deine Lippen, als würdest du eine Euromünze dazwischen legen. Mach sie ganz rund an den Kussmund und jetzt zieh einmal die Luft mit der Einatmung durch die Zähne in dich hinein, in deinen Rachen. Und atme so wieder aus. Mal tief ein, zieh die Luft durch die Zähne. Und wieder aus. Wiederhole das noch weitere 5 Mal. Für dich selbst. Spüre, wie du immer müder wirst. Wie deine Augen immer schwerer werden. Und du immer mehr in deine Träume versinkst. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht. Träum süß, schlaf schön.
Bis bald. Deine Lisa. Namaste.